Guten Morgen. Ich bin Profiler. Sie sehen mich nicht. Ich sehe Sie. Vor allem sehen Sie mich dann nicht, wenn ich an Ihnen dran bin. Und eins kann ich Ihnen sagen: Wenn ich erst dran bin, gibt es kein Entrinnen. Früher haben wir, und wenn ich von früher spreche, dann von vor 5 Jahren, haben wir noch 3 bis 5 Tage gebraucht, um alle Informationen über die Zielperson zusammenzubekommen. Heute brauchen wir keine 20 Minuten mehr. Das ist etwas, was Ihnen vielleicht nicht schmeckt. Das ist etwas, was Sie aber sehr schützt. Das ist das Argument aller Diktatoren, aller Demokraten. Schauen wir mal, was Ihnen das unternehmerisch bringt, denn ich bin auch seit 21 Jahren Unternehmerin und jetzt, wo ich auch volljährig Unternehmerin bin, also berechtigt, etwas zum Unternehmertum zu sagen. Aber nochmal zurückgespult, Profilerin nennt sie sich, was ist jetzt das? Normalerweise ist es auf Ihrem Bildschirm so, wenn die Feld-, Wald- und Wiesenpolizei nicht mehr weiterkommt, dann haben die noch einen Ass im Ärmel. Das ist die Visitenkarte vom Profiler. Und binnen Sekunden erscheinen auf Ihrem Bildschirm Agent Johnson und Agent Johnson, auf Ihrem Flachbildschirm in cooler Sonnenbrille und schwarzem Trenchcoat, schnuppern an einem abgebrochenen Zweig, schauen souverän über den Tatort und verkünden: Suchen Sie einen Weißen. Zwischen 30 und 40. Verwaltungsfachangestellter, war früher Bettnässer. Alles, was Sie da sehen, ist wahr, nur dass ich nicht an einem abgebrochenen Zweig schnupper. Um genau zu sein, gehöre ich nicht zu den Kollegen, denen Sie im Fernsehen begegnen. Ich gehöre zu denen, die vor dem kriminalistischen Profiler kommen. Und mein Gerät will hier nicht. Dann erzählt sie erst was von Technik und dann genau klappt das nicht. Was Sie typischerweise sehen, ist der Criminal Profiler. Der ist am Ende der Nahrungskette. Der kommt dann, wenn es geschehen ist. Aber eigentlich passiert vorher noch ganz viel. Also da wird ein Typ zum Täter, begeht eine Tat und die wird sichtbar am Tatort. Und genau das ist es, was uns unterscheidet, die sogenannte Crime Line. Ich bin vor dem Verbrechen, wenn ich gut arbeiten darf, kommen meine Kollegen am Ende der Nahrungskette gar nicht mehr zum Zuge. Denn die haben nur einen Zeugen und das ist der Tatort. In Deutschland gibt es einen absoluten Kult, was den Tatort anbelangt. Ist es hier in Österreich auch so? Sonntagnachmittag, Tatortzeit. Wussten Sie übrigens, dass man für Mordermittlungen, um den Mörder zu finden, die wenigste Menschenkenntnis braucht? Ich habe vor, Sie heute ein bisschen zum Profiler zu machen. Sie müssen also mehr drauf haben als der Kollege bei der Mordermittlung. Was bin ich? Ich bin Character Profiler. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, wenn ich jemanden analysiere, dann kann ich Ihnen das Strickmuster des Charakters mitteilen. Um genau zu sein, heutzutage können wir ausrechnen, wie jemand mit Geld umgeht. Wir müssen nicht in die Konten schauen. Wir können ausrechnen, wie loyal jemand ist. Dazu müssen wir nicht mit der Person sprechen. Im Gegenteil, ich möchte Sie dazu ermuntern, gar nicht so viel in den Dialog zu gehen, denn genau das ist es, was die Betrüger ausnutzen. Ich erzähle Ihnen heute etwas über Eindrucksmanager. Eindrucksmanager, das sind Menschen, Manager, die den Eindruck über sich managen, aber nicht die Abteilung. Und als Unternehmerin gebe ich Ihnen hier schon gleich die erste Instruktion. Sie haben striktes Luftpumpen- und Idiotenverbot. Die falschen Menschen sind ruinös, emotional sowieso, monetär auch. Und darum brauchen wir neben der Eignungsdiagnostik, ob jemand sich eignet für den Job, noch ein bisschen mehr. Wir brauchen auch noch das Comportment Profiling, die Mustererkennung. Ich bin spezialisiert darauf, zu schauen, ob in Ihrem Unternehmen die organisierte Kriminalität
der organisierte Betrug steckt. Das heißt, ich mache Gefahren- und Risikodiagnostik. Das machen wir heute. Wenn Sie mehr lesen wollen dazu, dann können Sie das bei den Tricks der Trickser. Aber jetzt erstmal schauen wir uns an, wie einfach können Sie mit Bordmitteln profilen, ohne mit der Raketentechnik zu arbeiten, die uns zur Verfügung steht. Noch einmal, Profiling, das ist eine rechte Wissenschaft. Wenn Ihnen jemand sagt, er oder sie ist Profiler und das soll eine One-Man-Show sein, dann ist das eine dicke, fette Lüge. Das geht gar nicht. Da arbeiten sehr, sehr viele Kollegen miteinander. Und ich erzähle Ihnen auch, wie das geht. Denn das, was wir tun, das, was die Kriminalisten tun, das, was die Nachrichtendienste tun, das tun auch die Betrüger. Und davor gilt es, sich zu schützen, denn, wenn ich es richtig verstanden habe, dann steht Österreich, auch gerade in der Hotellerie und Gastronomie, so einiges Gutes an Kundschaft bevor. Wenn ich dann aber die falschen Mitarbeiter habe, und ich meine nicht nur die Luftpumpen, nette Menschen, die es einfach nur nicht geregelt kriegen, nette Menschen, die sich überschätzen, kennen Sie das? Von Beruf Sohn oder Tochter, sieht sich kurz vor Kanzler, kriegt aber keine PS auf die Straße. Diese Leute sind nett. Privat kann man sich auch gern mit denen treffen, aber unternehmerisch bin ich als Unternehmerin darauf angewiesen, dass Projekte klappen, sonst gehe ich pleite. Das kann ich mir also nicht leisten. Darum warne ich Sie heute nicht nur vor den Luftpumpen, sondern vor den fiesen Typen. Sie kennen alle diese Leute, die aggressiv sind, die nervig sind. Das sind gar nicht die Schlimmen. Klar, die sind nervig. Aber ganz besonders gefährlich sind die Netten. Und ich fange schon einmal damit an, was aktuell global die Wachstumsbranche überhaupt ist. Im 21. Jahrhundert ist das der Betrug. Ich möchte Sie also verderben für Betrüger. Wir fangen erstmal sanft an, steigern uns und dann werde ich Sie zwischendurch fragen, ob Sie harte Nerven haben. Und wenn Sie die haben, gehen wir weiter und kommen zur Teufelsklasse der Gattung Mensch. Jetzt aber erst einmal zu drei und einer Art von Betrug, die Sie vielleicht schon mal erlebt haben. Ich hoffe nicht, weil Sie es begangen haben, aber ich bin ganz sicher, das eine oder andere haben Sie entweder im Beisein erlebt oder vielleicht sogar im eigenen Unternehmen. Nicht, weil Sie unfähig wären, sondern weil Betrug so arg stattfindet. Wir gehen davon aus, dass ein Mensch 3 bis 5 Mal im Leben so richtig abgezockt wird, so richtig. Dann gibt es so die Laienmeinung, und im Volksmund sagt man auch, da gehören immer 2 zu. Ich glaube, dass Sie in einer halben Stunde wissen, warum nicht 2 dazu gehören, wenn ein fieser Typ dabei ist. Ich möchte Sie entlasten und dann kommen wir jetzt schon zu den Belastungsfaktoren. Es gibt 3 und eine Art von Betrug und wir robben uns mal ran mit der ganz einfachen, lockeren Laienvariante. Wir unterscheiden auch zwischen Amateurbetrügern und Profibetrügern. Jetzt sind wir noch bei den Amateuren, das ist die Retaliation. Die Retaliation, also falls Sie heute Abend gefragt werden, was hat dir der Kongress gebracht, was haben dir diese Gespräche gebracht, mindestens ein paar Fachbegriffe können Sie droppen und gut dastehen. Die Retaliation bedeutet nichts anderes als die Retourkutsche. Das ist so, ein Mitarbeiter hat das Gefühl, unglaublich viel zu leisten, findet, er oder sie wird nicht entsprechend dem anerkannt und meint, jetzt muss er oder sie auf jeden Fall für Ausgleich sorgen. Kennen Sie diese Leute, die meinen, dass sie die Welt retten und sie sagen zu sich selbst noch, mein Gott, ich war wirklich freundlich heute, dass ich dem nicht so richtig Bescheid gesagt habe, wie wenig er oder sie leistet. Genau über die sprechen wir. Leistungsträger sind nicht die, die ihnen mit Retaliation kommen, sondern es sind eher die, die man neudeutsch Low Performer nennt, weil man sagt, diskriminierend heißt das Wort 5-Watt-Birne. Aber über diese spreche ich jetzt. Sehr anfällig ist auch, und ich stehe ja weit genug von Ihnen weg, so müssten Sie gut zielen mit den Tomaten, wenn hier Sekretärinnen säßen. Sitzen hier Sekretärinnen? Nein, ich habe Glück, dann kann ich offen sprechen. Sehr anfällig für Retaliation ist das Vorzimmer. Ich höre das ein um andere Mal auf,
Assistentinnen, Kongressen, dass sie sagen, ich könnte den ganzen Laden managen. Ich musste mich dann immer selbst sehr zurückhalten, um als Unternehmerin nicht zu antworten, was ich dazu meine. Die Queen, Queen Elizabeth, die aktuell amtierende Queen, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, wie man mit Retaliation umzugehen hat, mit dieser Retourkutsche. Denn eines ist Fakt, es geht um einen gefühlten Wert. Und es ist wie mit einer gefühlten Temperatur, das ist meist nicht die, die auch auf dem Barometer steht. Wenn jemand also das Gefühl hat, ihm oder ihr steht noch unglaublich viel mehr zu und derjenige wird sich das nehmen, wird es mehr sein, als ihm zusteht. Queen Elizabeth sagt, das ist Red Carpet Fever. Red Carpet Fever, kennen Sie den Begriff? Im Palace ist natürlich in jedem Flur für die Royals der rote Teppich. Und der ist sogar breiter als hier, dieser Gang. Darauf gehen die Royals und darauf auch die Guests, die Gäste. Daneben ist noch ungefähr jeweils ein ganzer Meter frei, auf edlem Parkett selbstverständlich. Dort geht der Staff, die Bediensteten. Der Staff darf den roten Teppich kreuzen, aber nicht links gehen. Red Carpet Fever meint, dass Personen, die in der Nähe von Macht, in der Nähe von Luxus, in der Nähe von Image sind, auf einmal meinen, es färbt auf sie ab und sie selbst wären deutlich mehr, als sie eigentlich waren. Queen Elizabeth ist eindeutig, sie sagt, Red Carpet Fever ist nicht heilbar. Ihre Reaktion ist out. Red Carpet Fever ist ein Bumerang. Sie bekommen es dann, wenn sie aus Nettigkeit, aus Freundlichkeit versäumen, diese Luftpumpen wieder in ihre Position zu bringen, was sie real leisten. Also klares Feedback darüber zu bringen, wie wichtig sind sie und wie wichtig sind sie nicht. Das ist eine wirklich ganz andere Botschaft als die Chaka-Motivationsmanier nach dem Motto, redet ihnen gut zu und alles wird gut. Bei einer 5-Watt-Birne wird es bedeuten, dass die Person das auf ihre Mühlen gießt und sagt, genau, eigentlich bin ich Österreichs next Supersekretärin. Mir steht viel mehr Geld zu und wenn ich es gerade nicht kriege, dann habe ich eine Idee, wie ich es mir hole. Retaliation ist eine rein emotionale Geschichte. Sie können sie sachlich nicht klären, aber sie braucht viel Konsequenz. Jetzt kommen wir zu einer Art von Betrug. Da geht es gar nicht mehr ums Gefühl. Obwohl, Überheblichkeit ist mit dabei. Wir reden jetzt über Minima Moralis. Sittenverfall. Management Override. Sie kennen das doch alle. Es gibt Leitlinien, es gibt Vorschriften und man sagt, die Reise wird bezahlt, die Übernachtung wird bezahlt, aber die Minibar nicht. Und jetzt findet aber jemand in gehobener Position, das geht mich alles nichts an, was dieses Fußvolk hat und macht. Da stehe ich drüber. Das mache ich trotzdem. Erlauben Sie mir, einen Schwank aus meinem Alltagsleben zu erzählen, was ich so erlebe? Ich denke, Sie erleben Ähnliches. Da war ein Manager auf seiner Reise langweilig des Abends. Und das Erwachsenenprogramm hatte er auch schon auswendig. Und er dachte sich, nun ja, gegenüber, das Freudenhaus sieht auch einladend aus. Gucken wir doch mal. Nach vollbrachter Tat stellt er dummerweise fest, ich habe nicht genug Bargeld dabei. Mit der persönlichen Bankkarte ist es ungünstig, das würde die Gattin dann doch wohl erfahren. Also mit der Firmenkreditkarte bezahlt. Jetzt denkt er sich, er ist schlau, klemmt einen Scheck hinter die Abrechnung und hat es damit ja ausgeglichen. Aber in der Buchhaltung ist jemand irgendwie dusselig und löst diesen Scheck nicht ein, das Ganze läuft glatt durch, was ihn dazu bringt zu sagen, super, einmal ist keinmal, mache ich es doch glatt wieder. Und glatt wieder. Und glatt wieder. Das Typische bei Betrug ist, wenn man es erst einmal gemacht hat, sinkt die Hemmschwelle. Parallel nimmt aber die Gier zu. Das heißt, dass die Person einen moralischen Abhang hinuntergleitet.
Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der auch nur halbwegs professionell betrügerisch tätig war, irgendwann geläutert wieder in die Menschheit geht, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich halte diese Wahrscheinlichkeit für extrem gering. Es ist wie eine Sucht. Ich sagte Ihnen schon, ich liebe das Internet. Es stellt sich also die Frage, wie ist es mit meinem Verhältnis zu Menschen, ja? Ich will es so ausdrücken. Ich glaube an das Gute im Menschen und ich sehe es wenig entwickelt. Und während ein Esoteriker hinter jedem Busch ein Engelchen vermutet, klopfe ich auf den Busch, um zu gucken, ob nicht ein Verbrecher hintervorspringt. Und so mancher kommt davor. Gehen wir weiter, jetzt kommen wir zu den Profis. Minima Moralis, Sittenverfall, das können wir alle uns noch vorstellen, auch da braucht es klare Konsequenz. Und bitte, nicht diskutieren, handeln. Wir brauchen Taten, denn hier kommen wir zu den Profis. Dolus Directus, juristischer Begriff für Betrug mit Vorsatz, strategisch geplant und kühl und mit Lust ausgeführt. Viele Opfer von Betrug fragen sich, machen die das bewusst? Ich will Ihnen die Frage mit einem Beispiel beantworten. Stellen Sie sich vor, ich fahre heute nach diesen wunderbaren Badener Gesprächen nach Hause. Es war anstrengend, weil anregend und spannend und ich bin ein bisschen müde und mich ereilt der Sekundenschlaf und ich wache wieder auf, weil ich, hups, über was drüber gefahren bin. Ah, dumm, es war ein Mensch. Jetzt ist er tot gegangen. Ein paar Monate später vorm Richter wird der Richter mich fragen, Frau Grieger-Langer, was haben Sie sich denn dabei gedacht, den Tod zu fahren? Da würde ich sagen, wissen Sie was, es war nicht bewusst. Ich schlief ja. Glauben Sie, dass der Richter sagt, Frau Grieger-Langer, dann ist nicht schlimm, machen Sie weiter. Aber wenn jemand uns nur eine gute Story erzählt, dann sagen wir, ah, dann war es bestimmt nicht bewusst, eigentlich ist er auch netter. Bitte messen Sie die Leute nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten. Sonst kommen Sie dem Betrug nicht bei. Denn Dolus Directus, das sind die Schachspieler, die Plan A, B, C, D, E geplant haben und die Betrug eher als logistische Herausforderung sehen, als einen moralischen Delikt. Das heißt, die werden Ihnen alles versprechen, alles sagen und weiter natürlich Zugriff nehmen. Das Einzige, was die professionalisieren, ist die Deckung, nicht die Moral. Das sind die drei Arten von Betrug und ich sagte schon, es gibt noch einen vierten. Jede Art dieses Betruges, wenn Sie dem nicht Einhalt bieten in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Umfeld, wird zu Usus. Es schleicht sich ein. Und ich bin jetzt nochmal gemein zu Ihnen. Bei uns an der Küste oben im Norden sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf her. Wenn Betrug unten beginnt, was durchaus möglich ist, ist es dennoch wichtig, von oben Zugriff zu nehmen. Wenn Betrug oben beginnt, ist es fast nicht mehr möglich, unten moralisch korrekt zu arbeiten. Das heißt, natürlich abgegriffen wie nur was, aber Vorbild ist Vorbild und die Führungskräfte entscheiden, in welche Richtung. Das bedeutet, erwarte ich, dass Mitarbeiter korrekt handeln, muss ich fast überkorrekt handeln, denn ein bisschen Spiel, ein bisschen Knautschzone muss doch drin sein, oder? Es wäre nur fair. Das ist der unmenschliche Anspruch an die Führung und weil Sie sich eben gerade nicht gewehrt haben, als ich gemeint zu Ihnen war, haue ich noch einen drauf. Dass das passiert, liegt an den drei F der Verlierer. Faulheit, Feigheit, Fixation. Fangen wir mal vorne an. Wir unterstützen durchaus auch beim Recruitment für Schlüsselpositionen. Ich erlebe viel Faulheit. Wir machen immer wieder einen Test. Auf diesem Test sind wir gar nicht allein gekommen. Das war eine wissenschaftliche Studie und man hat untersucht, wie aufmerksam sind denn Unternehmen, die Mitarbeiter, die ihnen wichtig sind, einstellen. Nur 3% der Unternehmen, also von 100, haben herausgefunden, dass die Heimatanschrift des Bewerbers die örtliche Justizvollzugsanstalt ist. Während Ihr Smartphone selbst Ihnen schon sagt, wo die nächste Eiswaffel und die nächste Toilette ist,
wenn sie nicht einmal das herausfinden, Entschuldigung, das ist keine Raketentechnik. Und es braucht hier keinen Top-Manager. Ich brauche einfach nur einen Pingelpeter, der alle Daten prüft. Es gibt Hochschulen, die nie existierten in den Bewerbungsunterlagen. Da gibt es Zeugnisse von Studiengängen, die ich auch noch nie gesehen und gehört habe. Haben Sie mal dran gedacht, einfach dort anzurufen oder überhaupt zu prüfen, ob die Hochschule existiert, dieser Studiengang existiert, und mal anzurufen, war dieser Mensch überhaupt in dieser Zeit bei Ihnen? Man wird Ihnen gerne Auskunft geben. Nicht, weil man es mit dem Datenschutz lässig hält, sondern weil man sagt, das ist unsere Verantwortung, Ihnen mitzuteilen, wer vertrauenswürdig ist und wer nicht. Aber wir sind zu faul. Und jetzt habe ich noch eine Variante des Feigeseins. Ich behaupte, wir sind nicht großfeige, weil alle, wie sie hier sitzen, sie stellen sich Gästen, die teilweise interessante Umgangsformen haben. Also sind sie mutige Menschen. Ich glaube aber, dass es eine gute Möglichkeit gibt, sie doch ein ganz kleines bisschen feige zu machen. Und zwar, indem ich sie erst auf ein Podest hebe und sage, wie wunderbar sie sind, als Chefs, als Kollegen. Ich tue das nicht, weil ich sie so besonders toll finde. Ich tue das, um die Fallhöhe zu erhöhen. Also erst lobe ich sie. Und dann komme ich mit dem, was ich will, und sage, ach, vielleicht doch nicht, dann fallen sie gleich 2 Meter tiefer. Ich werde also anfangen und hergehen und sagen, Sie sind mein Lieblingschef, das ist so wunderbar, das ist alles, was ich mir wünschte. Endlich jemand, der mich versteht, endlich jemand mit Qualitätsanspruch, endlich jemand mit Moral. Und dann wachsen wir doch um 1 Meter, oder? Ach, und Chef, ich wollte an dem Tag frei haben. Und wenn Sie sagen, Liebelein, das geht nun wirklich nicht. Hallo, du weißt, was hier los ist. Ach, sind Sie auch so? Ganz ehrlich, das tut weh, selbst bei den Hartgesottensten. Ich habe es ziemlich platt und plump vorgemacht. Ein Profi wird die Manipulation, die immer emotional sein wird, damit sie gut funktioniert, so subtil machen, dass es außerhalb ihres Bewusstseins ist. Es ist vorbewusst. Als Faustregel also, wenn Sie bessere Betrüger werden wollen, Manipulation immer je subtiler, desto effektiver. Denn dann sind Sie schnell feige, wenn es darum geht, einem gewissen Image nicht standzuhalten. Ein echtes Beispiel aus den Einstellungsprozessen. Ich saß unlängst bei einem Auftraggeber in Holland, 150 Filialen in Europa. Es wurde eine wirklich wichtige Schlüsselstelle gesucht. IT. Es gibt so ein paar neuralgische Punkte im Unternehmen, wo ich extrem gucken würde, wer dort sitzt. Das war auch jemand, Mitte 30, ein toller Kerl, also wirklich, alles passte. Aber der Junior hatte irgendwie ein blödes Gefühl. Er wünschte sich unbedingt den Super-ITler. Und irgendwas hielt ihn zurück und er sagte sich, bevor ich jetzt feige einknicke und ihn einfach einstelle, bevor ich diese Chance verpasse, hole ich mir nochmal den Papa rein. Und er hat sich den Senior reingeholt. Der Senior, das ist so eine lustige Silberzwiebel von 82, der seine Kumpan über den Golfplatz jagt und hat sich gedacht, naja gut, wenn er meint, der Bengel. Setzte sich mit rein und dieser Mensch musste sich wieder vorstellen. Er erzählte und erzählte und erzählte und der hatte aber immer seine Uhr im Blick und sagt, ich will schon wieder aufs Grün, ich habe da noch was vor heute. Als Rentner im Unruhestand ist man ja schwer beschäftigt. Und er sagte, ja, aber was ist denn das mit Ihrer Lücke da von 1,5 Jahren im Lebenslauf? Was ist das denn für ein Wort? Ja, sagt er, das ist ein Sabbatical, das macht man heute so. Und Unternehmen wissen heute um den Wert und schätzen den Wert eines Sabbaticals, dass Mitarbeiter danach frisch und motiviert wiederkommen. Einem 82-Jährigen, der den Krieg überlebt hat, können Sie nicht begreiflich machen, wie jemand mit Anfang 30 ein Sabbatical macht. Und er sagte, was, Sabbatical? Was ist denn das für ein Scheiß? Der war sehr bodenständig. Was haben Sie denn da gemacht? Und dann wurde es dünne. Ja, wann immer Sie nachfragen und es wird dünne, dann passt was nicht. Also wenn man wirklich ein Sabbatical gemacht hat, dann kann man ja sagen, also ich habe quasi in Katzenmanie 1 Jahr auf dem Sofa gelegen
und danach ein halbes Jahr Bücher gelesen und jetzt kann ich wieder arbeiten. Oder man würde erzählen, dass man die Welt auf dem Surfbrett erkundet hat oder sonst was. Aber es wurde dünn und es war bla bla. Und dann sagte der Senior, alles Quatsch, begreife ich nicht, das wird gecheckt. Tisch. Auf den Tisch gehauen, Abgang aufs Grün. Damit bekamen wir das auf den Tisch. Möchten Sie wissen, was dieses Sabbatical war? Dieses Sabbatical, ich würde es anders nennen, fand im Knast statt. Anderthalb Jahre. Wenn man in einem Rechtsstaat anderthalb Jahre verknackt wird, hat man doch was getan. Ich habe mal genauer geguckt. Terrorismus, Taliban. Wollen Sie den in Ihrer IT? Also, bitte, es geht nicht darum, dass Sie einen tollen Eindruck machen oder irgendwie das, was jetzt gerade so in ist und modern ist, dass das passt. Bitte nicht da feige sein nach dem Motto, wenn ich jetzt auf den Tisch schaue und sage, begreife ich nicht, wirke ich irgendwie unmodern oder altklug. Bleiben Sie bei Ihrem Gefühl, denn es lauert noch die Fixation nach dem Motto, haben wir immer so gemacht. Einige Unternehmer tun auch so, als würde man das Internet nochmal abstellen. Ich glaube nicht. Einige tun auch so, als würden die Verhandlungsvarianten, die Managementfähigkeiten von früher heute noch funktionieren. Ganz ehrlich, als Profiler sage ich Ihnen, ich glaube nicht. Da wird viel auf uns zukommen in den nächsten 5 Jahren, in Mensch und in Maschine. Was Sie dafür brauchen, um diesen 3F der Verlierer entgegenzuwirken, sind die 3K des Managements. In Deutschland würde man zuerst vermuten, das sind Kinderkirche, Küche, sind es aber nicht. Es geht um Klarheit, Kompetenz und Konsequenz. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie es bei Ihnen ist. Der Deutsche aber ist ein Kompetenzfetischist. Noch ein Zettel, noch ein Seminar, noch ein Zettel, noch ein Zettel, noch ein Zettel. Kriegsgewinn ist nicht die Kompetenz, die können Sie kaufen. Die können Sie franchisen, die können Sie leasen. Was Sie brauchen, ist Klarheit, wo wollen Sie hin? Klarheit darüber, was ist der Anspruch des Marktes, des Menschen. Und die Konsequenz, es durchzuziehen, auch dann, wenn es mal wehtut. Gerade wenn wir gleich zur Königsklasse der Betrüger kommen, ist es sehr wichtig, dass Sie bereit sind, wichtige Entscheidungen dann durchzuziehen, wenn es Ihnen schadet. Denn würden Sie diese Entscheidung nicht durchziehen, schadet es Ihnen weit mehr. Also Klarheit und Kompetenz sind kriegsgewinnend. Kompetenz, schön und gut, aber was hilft Ihnen denn die Kompetenz, wenn Sie das alles wissen, aber nicht wissen, wofür und in welchem Rahmen und ab wann? Und wenn Sie einfach nicht das Rückgrat haben, es durchzuziehen. Ich will nicht von Bambis sprechen, aber wir kriegen gleich noch ein bisschen mit Biestern zu tun. Und alle, die zu sehr Bambi sind, laufen Gefahr, Rudolph the Red-Nosed Reindeer zu werden. Denn die Betrüger werden Ihnen lächelnd brutal ins Gesicht schlagen. Auch hier bitte nicht schauen, was wird gesagt, nur prüfen, was wird getan. Das ist die Wahrheit. Und jetzt ist meine Gretchenfrage an Sie. Haben Sie den Mut, sich der Königsklasse, der Betrüger zu stellen, dem Schreckenskabinett der Menschheit? Trauen Sie sich? Ja? Ich sehe so leicht verschreckte Augen. Worüber ich jetzt spreche, das sind Psychopathen. Wissen Sie, was ein Psychopath ist? Okay, ist keine psychiatrische Vereinigung. Geschenkt. Ich erkläre es Ihnen knapp. Andersrum gefragt, kennen Sie Raumschiff Enterprise? Es hatte mal tatsächlich einer gebrüllt, nein. Das war direkt ein Schock für mich. Fast eine Bildungslücke. Raumschiff Enterprise wird neu aufgelegt, übrigens für die Trekkie-Fans. Warten Sie, kriege ich das hin? Mit Hilfe. Derselbe Regisseur, der die neuen 3 Star Trek gemacht hat, macht jetzt die neuen 3 Star Wars. Alles wird gut. So, Mr. Spock ist Vulkanier. Er kommt vom Planeten Vulkan und das Wesentliche dort ist, der Fetisch ist der Geist.
Das sind zwar keine Mentalisten, wie man das heute nennen würde, aber man ist rein logisch. Alles Emotionale ist nicht existent. Mr. Spock ist quasi geboren mit einem Supergehirn, ohne Emotionen und einem integrierten ethischen System. Mr. Spock ist auch geboren mit so spitzen Ohren, man kann es also gut erkennen. Das ist der mit der speziellen Frisur. Es gibt so Situationen in den Kinofilmen, die Enterprise kommt natürlich auf ihren Reisen in die unendlichen Weiten auch mal an einem Planeten vorbei, den man nicht so kennt. Man will den erkunden und auch da gibt es fiese Aliens, die uns angreifen, die sogar Leute von uns wegphasern. Man kann sich gerade noch so aufs Schiff retten, also die letzten Überlebenden dieses Erkundungsteams. Und Lieutenant Uhura, das ist die Kommunikationsoffiziere mit den langen roten Nägeln, weint, weil einer ihrer Freunde gestorben ist. Sitzt da und weint. Und Mr. Spock ist ganz irritiert und sagt, Lieutenant Uhura, Ihre Augen sind defekt. Da kommt Wasser raus. Lieutenant Uhura, nee, das passt schon. Wenn wir Menschen traurig sind, dann weinen wir. Das ist gut für uns, das entlastet uns. Das ist ganz normal. Faszinierend. Mr. Spock lernt, wie Mensch funktioniert. Also wie wir lernen, wie unser Telefon funktioniert und es bedienen lernen, lernt Mr. Spock, wie Mensch funktioniert. Und jetzt komme ich zu dem Psychopathen zurück. Das Dumme bei dem Psychopathen ist Folgendes. Sie sind ein bisschen wie Mr. Spock, rein ohne Emotionen, aber dann auch wieder nicht wie Mr. Spock, sie sind leider auch rein ohne jede Ethik. Und sie sind auch ohne die spitzen Ohren. Und ausgeschildert sind sie auch nicht. Wir zählen sie zur Teufelsklasse, weil ein großer und satter Anteil dieser Psychopathen ist maligne, schädigend. Nicht alle, aber der große Teil. 1% der Weltbevölkerung ist hart diagnostisch psychopathisch. Das bedeutet, mit einem Ausmaß dieser Persönlichkeitsstörung, dass die eigentlich woanders hingehörten als auf die freie Wildbahn. 1%. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wie viele Personen sind heute hier? 200. Zwei. Gucken Sie sich um. Zwei müssen es sein. So, jetzt guckt man schon leicht verschreckt beim Nachbarn. Bei dir habe ich es eh gewusst. Bevor Sie jetzt Ihrem Nachbarn an den Hals fallen, nicht um ihn zu küssen, sondern um ihn tot zu würgen und sagen, jetzt habe ich was Gutes gemacht für die Menschheit, Vorsicht. Es gibt auch anders auffallende, merkwürdige Charaktere. Wir haben da nämlich noch die Narzissten, wir haben noch die Borderliner, wir haben noch die Soziopathen, über die reden wir noch nicht mal. Wir sind jetzt nur bei den Psychopathen und ich muss noch mal nachfragen, wer von Ihnen ist in der Führungsposition? Müssen wir ein bisschen anders zählen. Im Top-Management kumulieren sich die Psychopathen auf 14,5% auf. Sehen Sie, das ist, weshalb ich mich nie zeige. Wir Profis gehen davon aus, dass man Psychopathen, sobald sie Mitte 30 sind, im direkten Kontakt überhaupt nicht mehr erkennen kann. Denn sie haben die Schauspielkunst so perfektioniert, dass sie uns glauben machen, wir haben mit einem normalen, reellen Menschen zu tun. Nicole Kidman, die Schauspielerin, ist bekannt. Ich rede jetzt nicht über sie oder ihren Mann, ihren Ex-Mann. Ich rede über einen Film, den sie gedreht hat, und zwar Malice, eine Intrige. Im Director's Cut gibt es eine Szene, die ganz wichtig ist für den Film. Denn die Drehbuchautoren sagten, Nicole Kidman soll eine Psychopathin spielen. Aber wie machen wir das, dass die Kindergärtnerin für das Publikum im Saal sofort erkennbar eine wirklich böse Person ist, aber für die Kinder im Kindergarten die tolle Kindergärtnerin, für die Eltern der Kinder im Kindergarten die richtige Erzieherin, für ihren Ehemann die Traumfrau. Wie machen wir das? Und Professor Hare, quasi der Papst für das Erkennungs-
Wesen vom Psychopathen sagte, ich habe da mal eine Idee. Wie wäre es denn folgendermaßen? Und so beginnt im Director's Cut auch wirklich der Film. Nicole Kidman kommt von ihrer Arbeit als Kindergärtnerin und geht zu Fuß. Also, ne, passt eigentlich nicht in Amerika, aber sie geht mal zu Fuß. Und dort an der Ecke ist ein Kind angefahren worden und liegt tatsächlich auf der Straße in seinem Blut. Die Mutter völlig panisch daneben, weiß nicht, was zu tun ist. Man wartet auf den Krankenwagen, man hört schon die Sirenen. Und Nicole Kidman tut jetzt das, was ein Psychopath tun würde. Sieht kurz das Kind im Blut, guckt nicht auf das Kind weiter, sondern schaut sich die Mutter an, solange ihr das möglich ist, und erkundet, wie die Mutter reagiert. Geht nach Hause, wirft die Jacke ab vor den Garderobenspiegel und spielt nach, was sie gesehen hat, bis sie zufrieden ist, dass sie es nachmachen kann. Das ist das Wesen eines Psychopathen. Sie sehen, wie wir reagieren, und sie bauen sich emotionale Fernbedienungen für uns. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie das geht. Okay? Denn einen Psychopathen erkennen Sie nicht sofort, aber Sie erkennen sofort das Muster, das Psychopathen an den Tag legen, wenn es passiert. Und ich bin ganz sicher, wenn Sie psychopathisches Verhalten erkennen können, können Sie die kleineren Betrüger erst recht erkennen. Ich habe für Sie die sogenannte Formula Infiltration. Hau, hau, ha. Eins nach dem anderen. Bevor Sie überhaupt mit diesem Wesen in Kontakt kommen, ist der Psychopath oder der Profibetrüger mit Ihnen schon sehr, sehr lange in Kontakt. Das Erste, was er tut, das ist der sogenannte Check. Derjenige checkt Sie ab. Derjenige checkt ab, ja, was eigentlich? Die Laien denken hier typischerweise an Zahlen, Daten, Fakten. Wo ist mein Bankkonto? Wo wohne ich? Nein, nein. Der Psychopath denkt wie Social Media in RTL, in Reden, Tratschen, Labern. Denn ein Trickser, ein Betrüger packt Sie nicht an Ihrer Hausnummer, der packt Sie an Ihren Eitelkeiten, an Ihren Sehnsüchten, an Ihrer Gier und an Ihren Ängsten. Und ich glaube, das ist etwas, was besonders wehtut und viele Opfer frustriert. Er packt Sie an Ihren Tugenden. Da, wo Sie ein guter Mensch sind, da weiß er, dass eine Tür offen steht und das wird er oder Sie ausnutzen. Möchten Sie ein bisschen hören, wie so ein Check geht? Sie würden vielleicht, wenn Sie auch für einen Gast vorbereiten oder für eine Veranstaltung, ein bisschen prüfen und im Internet googeln. Ja? Die Welt ist eine Google. Wir haben aber schon festgestellt, dass die meisten Unternehmen ja noch nicht mal rauskriegen, wo derjenige wohnt, der sich da bewirbt. Also, wenn wir einen Check über eine Person machen, brauchen wir drei Daten. Das sind die Basisdaten, mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen den Namen, wir brauchen ein Foto und wir brauchen das Geburtsdatum. Um Fragen vorzubeugen, es geht nicht um Sonne, Mond und Stern. Wir machen keine astrologischen Profile. Wir werden auch nicht über Ihrem Foto mit einem Glaspendel pendeln, um zu gucken, wie sich das fühlt. Es ist ganz banal. Wer von Ihnen hat ein Smartphone? Sie alle haben damit in Ihrer Hand oder Jacketttasche also ein Gesichtserkennungsprogramm. Schauen Sie, wenn Sie das schon als Betriebssystem Ausstattung Ihres Telefons haben, haben Sie eine Idee, was wir haben? Was wir also tun für den Check ist, jetzt beginnt die erste Kaskade der Profi-Profiler, jetzt kommen die Researcher, das ist der Bereich Investigation. Das heißt, so eine Mischung zwischen Nerd und Punk sitzt am selbst zusammengebauten Computer und schreibt einen Algorithmus zur Zielperson. Dieser Algorithmus ist selbstlernend und alles, alles, was jemals über Sie herausfindbar war im Internet und ist, kommt in unseren Datenpool. Dann kommt die zweite Staffel, die Analysten. Hier arbeiten wir immer mit Mensch und Maschine. Ein Mensch zum Beispiel ist eine ausgebildete Opernsängerin. Sie hört in ihrer Sprache jede Nosologie,
Jede psychische Krankheit, jede psychische Störung. Sie können es übrigens selbst testen. Kennen Sie die Sängerin Céline Dion? Weltstar. Ich habe auch diese Analystin gefragt und habe gesagt, ich habe zu viele Depeche Mode Partys gemacht, hilf mir, wie man das erkennen kann. Also mir ist gar nicht klar, wie das gehen soll. Sagt sie, ist ganz einfach. Und Sie können es nachprüfen. Hören Sie mal in Lieder rein, die Céline Dion aufgenommen hat vor der Geburt ihrer Kinder. Und Sie werden immer depressive Schlänze hören. Das liegt nicht nur an den 80ern, wo das in war, sondern das war in jeder Aufnahme, in jeder. Und diese Sängerin ist ein absoluter Vollprofi. Wer kennt von ihr das Lied Titanic? Ja? Jetzt würde man sagen, das muss man richtig üben. Nein, nein, Céline Dion ist ins Studio gekommen, hat die Partitur bekommen sozusagen, hat den Text bekommen, sich vors Mikrofon gestellt, ist eingesungen. Einmal, fertig. Das ist, was Sie hören. Das ist mehr als Profi, das ist Genie. Und dann hören Sie jetzt bitte auch in irgendeinem beliebigen Song nach der Geburt der Kinder. Es ist nicht ein einziger depressiver Schlenzer mehr darin. Wenn das bei einem Vollprofi so ist, was glauben Sie, was wir für Laien und aus Laien heraushören können? Wir wollen Audiomaterial, Bildmaterial, wir wollen Schriftmaterial, alles, was wir kriegen können, und jeweils ist ein Profi dran. Übrigens, ich sagte, es ist auch immer noch eine Maschine. Im Jahr 2006 hat der Mossad, sagt Ihnen was, Mossad? An die Deutsche Telekom eine Technik verkauft, die im Callcenter dem Telekom-Anrufer sagt, pass auf der Gegenseite kommt jetzt eine Stimmungslage, die du nicht willst. Und zwar bevor der auf der anderen Seite das schon weiß. Denn die Stimme ist so schnell und vorbewusst, dass eine Stimmungslage erkennbar, egal welcher Kultur, egal welches Geschlecht, egal welches Alter, egal welche Stimmlage, deutlich macht, welche Emotion da ist. Ganz ehrlich, wenn ein Nachrichtendienst eines fremden Landes, das in die Wirtschaft eines fremden Landes verkauft, wie Asbach uralt das ist. Ganz ehrlich, das, was wir haben, könnte man als Raketentechnik bezeichnen. Und soll ich Ihnen was sagen, die ist nicht unter Verschluss. Ein technikversierter Berufsbetrüger, der den ganzen Tag nichts anderes macht als das Betrügen und das Abchecken, hat all diese Möglichkeiten ebenfalls, alle. Das bedeutet, derjenige weiß exakt, wann leuchten Ihre Augen, was finden Sie toll, wann knicken Sie ein, auch wenn Sie es nicht möchten. Denn derjenige guckt nicht, wie wollen Sie sich darstellen, derjenige guckt, wo die Brüche in der Silhouette sind. Und dann, wenn er das alles weiß über Sie, die emotionale Landkarte hat, kommt der zweite Punkt, die Camouflage. Für den Schauspieler ist es die Rolle, in die der Schauspieler schlüpft. Für den Nachrichtendienstler ist es die Legende, die derjenige annimmt. Nein, ich bin nicht Agentin, ich bilde sie aus. Das Wesen eines Agenten ist, nicht aufzufallen. Diese Fähigkeit ist mir nicht gegeben. Und die Frage an Sie ist bei der Camouflage, was Sie da bekommen, ist Ihr perfekter Partner, wenn es ein Heiratsschwindler ist, Ihr perfekter Manager, wenn Sie einen Manager suchen, Ihr perfekter Kellner, wenn Sie einen Kellner suchen. Das heißt, Sie bekommen Ihr Traumbild. Noch perfekter, als Sie es vielleicht selbst benennen könnten, von sich aus. Und hier zeigt sich, dass meine Berufswahl schon in meiner Familie angelegt war, denn meine Oma war auch schon prima Profiler. Die sagte immer, Susanne, wenn jemand zu ist, Finger weg, sieh zu, dass du Land gewinnst. Wenn jemand zu perfekt ist, zu rund, zu glatt, da stimmt eine ganze Menge nicht. Und das ist es am ehesten, woran Sie die Betrüger erkennen, es ist zu perfekt das, was Sie sich wünschen. Ich möchte Sie nicht auf Argwohn trimmen, ich möchte Sie ein bisschen auf Krawall bürsten, sodass Sie achtsam bleiben. Denn erst jetzt kommt hier als drittes C der Kontakt zu Ihnen. Sie sind also durchleuchtet und derjenige hat sich das angekleidet, was Sie sich immer schon ersehnen. Und erst dann kommt derjenige mit Ihnen in Kontakt. So ein Kontakt ist inszeniert.
So jemand sitzt dann zufällig im Flugzeug neben Ihnen. Man kann sehr locker an die Daten kommen, wer wo eingecheckt hat. Und man kann auch sehr locker an Daten kommen, wann Sie wie wo rumfliegen. Und ganz ehrlich, ich muss in nichts einbrechen, um an diese Daten zu kommen. Ich muss mich nur vorne hinstellen und sagen, ah, mein Schwager fliegt mit, wo ist er denn, wo ist er denn? Bitte, bitte lassen Sie uns neben. Aber sagen Sie es ihm nicht, soll eine Überraschung sein. Natürlich bin ich neben Ihnen. Ja? Das Problem ist der Mensch. Und ich sage Ihnen noch was, der einzige Schutz ist der Mensch. Viele Unternehmer sagen, wir sind geschützt, wir haben eine Firewall. Donnerwetter! Donnerwetter! Das ist wie wenn jemand sagt, in mein Haus bricht keiner ein, ich habe eine Tür. Boah! Ja, also denke ich mir, gut, wo fange ich an? Bei Adam und Eva. Wir Deutschen machen das Dating folgendermaßen. Ich würde gerne nachher in der Pause wissen, wie Sie das machen. Das ist so eine Art konspiratives Treffen im Geheimen. Und wenn man fast verheiratet ist, präsentiert man diese ausgewählte Person Familie und Freunden. Das ist verkehrt. Denn der Heiratsschwindler, der Psychopath, der Betrüger hat mich ja schon vorher emotional besoffen geschmust. Ich bin ja gar nicht Herr meiner Sinne. So, und wenn ich dann also quasi schon emotionsverhaftet den präsentiere, das ist er. Und meine Leute sagen, oh mein Gott, wird es nicht viel helfen. Die Franzosen haben eine ganz andere Variante. Wenn man da so ein Leckerchen trifft, in der Pause, sagt man, komm doch mal morgen zum Essen bei mich bei. Nicht, was Sie denken. Da wird wirklich gegessen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Freunde von mir sind auch noch da. Und deren Job ist, kannst du nehmen, der taucht was. Die Spice Girls hatten mal den Song, If you want to be my lover, you have to get to with my friends. Menschen schützen sie, denn, und das ist ihre Chance, und ich empfehle Ihnen dringend, Bewerbungsgespräche nicht als konspirative Treffen zu machen. Je größer das Beobachterboard ist, desto weniger funktioniert das, was jetzt da unten wie ein Städtekennzeichen aussieht. PB, die psychopathische Bindung, das ist das, was sie Irrsinn tun lässt, was sie allen gesunden Menschenverstand fallen lassen lässt. Die psychopathische Bindung geht folgendermaßen. Derjenige weiß ganz genau, was ich will, was ich mir wünsche und denkt sich, da ist was zu holen, Zugriff. Der Zugriff erfolgt erstmal schmeichelnd und zufällig scheinbar. Und derjenige wird mir besondere Dinge schenken, Dinge, die in dieser Welt sehr selten geworden sind. Und ich bin sicher, dass Sie damit selbst punkten können in Ihrem Beruf. Der erste Schritt der psychopathischen Bindung ist, du bist wunderbar. Der Amateurtrickser sagt, boah, Chef, wie toll Sie sind. Daran erkennt man, dass das ein Amateur ist. Ein Psychopathen wird das nicht passieren. Oder einem Profi. Das ist ein bisschen wie der Unterschied zwischen Vorabendserien-Schauspieler und Hollywood-Class. Ja, beim Vorabendserien-Schauspieler sagen sie auch immer, mein Gott, gib dir Mühe. Mache ich auch den ganzen Tag. Was ist da verkehrt? Der Vorabendserien-Schauspieler ist jetzt nicht theoretisch die und auch praktisch die erste Garde typischerweise. Die übertreiben und typischerweise haben sie die falsche Reihenfolge. Sie moderieren selbst das Gefühl an. Oder bin ich aber überrascht? Halten, 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 bis der letzte Chipsfresser das gemerkt hat. Ja? Und ein Hollywood-Schauspieler sagt, so funktioniert es nicht, es muss echt sein. Das bedeutet, es wird viel kleiner runter reduziert. Eine Überraschung wird nur ganz kurz machen. Nein, nein, alles gut. Und dann glauben sie, dass es echt ist. Wenn jemand das nur kann. Und ich zeige Ihnen mal, wie man echt Liebe zeigt. Das sind nur die Augen. Und ich gucke ganz neutral über sie rüber und bleib bei jemandem hängen und gehe weiter. Ja, bleib mal hängen. Das kommt schon an. Vor allem sehen das auch alle anderen. Und das sollen die sehen. Denn das Publikum schützt den Hochstapler. Zuerst bekomme ich also keinen Freund, ich bekomme einen Fan. Jemandem, dem die Augen leuchten, wenn ihr in ihre Augen sieht. Und sie glauben, der sieht meine Seele und mein Herz. Ja.
Und wenn ich der Psychopath wäre, würde ich sagen, und meine Augen leuchten, ich sehe diese ganzen Dollar, ja, die ich haben will. Also sie bekommen erstmal einen Fan. Und ich selbst komme aus Bielefeld, das ist eine Stadt, die es nicht gibt. Das ist Ostwestfalen. Der Bielefelder ist vermögend und tut sich dabei leid. Er läuft immer mit dem, was man in Köln eine Hackfresse nennt, durch die Gegend. Oh, es hätte noch mehr sein können. So, jetzt kommt mal einer, der lächelt sie an. Ja, da geht doch die Sonne auf. Da geht doch ihr Herz auf. Da fragen sie doch nicht mehr. Sie freuen sich nämlich. Und wenn sie sich freuen, fragen sie nicht. So, jetzt haben sie das schon mal geschluckt und glauben das, dass sie einen Fan haben. Übrigens, je mehr narzisstische Macke sie haben, desto dringender müssen sie diese Droge schlucken. Das liebste Zielobjekt eines Betrügers ist der Narzisst. Die glauben alles, wenn man sie nur beklatscht. Du bist super! Da würde man normalerweise sagen, und der Narzisst, haha. Und dieses haha will der Psychopath bei ihnen hervorrufen. Sie haben einen Fan und jetzt geht es noch weiter, er setzt noch einen drauf. Jetzt kriegen sie einen Klon, einen Zwilling. Und er sagt, sie machen das so toll, das ist so wunderbar, das will ich auch. Zeigen Sie mir, wie das geht. Ich möchte so werden wie Sie. Das ist das Richtige. Und ganz ehrlich, bin ich nicht geil, wenn jemand so werden will wie ich? Da frage ich doch nicht mehr. Da freue ich mich doch nur noch. Und wenn ich das geschluckt habe, dass das wahr sein soll, dann macht der Psychopath noch einen Schritt nach vorne. Und er schenkt mir noch etwas. Er hat mir einen Fan geschenkt. Er hat mir einen Zwilling geschenkt. Und jetzt schenkt er mir noch einen Unteroffizier und sagt, hey, du bist mein Freund, du bist mein Vorbild. Und das, was du machen willst, selbstverständlich unterstütze ich das. Da habe ich keine Fragen mehr, da frage ich nicht mehr. Und ich habe da eine Abkürzung. Sie haben einen Fan, einen Zwilling und jemanden, der bedingungslos für Ihre Sache eintritt und das auch tut. Ja, wie ein Trick. Betrüger, wie ein Ausbeuter, wie ein Hochstapler, werden sie erstmal viel bekommen, damit sie schön die Wachsamkeit fallen lassen. Ich empfehle dringend als Faustregel, geben Sie sich mit Personen mindestens 1,5 Jahre, bevor sie wirklich so intim werden, dass sie Privates ausquatschen, bevor sie denjenigen wirklich an Schlüsselinformationen heranlassen. 1,5 Jahre, das muss man trainieren, die Klappe zu halten. Denn bei der psychopathischen Bindung wird der Psychopath Folgendes machen. Er wird sie über das reden lassen, was ihnen am wichtigsten ist. Über sich selbst. Das ist der Fehler. Und er wird dann zusätzlich damit infozieren. Er wird sie mit Information infizieren. Was macht er? Er setzt einen Trojaner in ihr Gehirn. Infiltration, ob Einzelbetrüger, organisierte Kriminalität oder Sekten oder V-Leute von uns, das geht nicht über eine Tür, das ist auch nicht nur technisch. Das nennen wir nicht infiltrieren, das nennen wir absaugen. Infiltration geschieht über Hirn und Herz, der Entscheider. Und haben Sie das vielleicht schon mal erlebt, dass oben jemand völligen Irrsinn entschieden hat? So ein Kronprinz-Syndrom hatte mit jemandem, wo man dachte, bist deppert, der kann gar nichts. Und alle darunter haben das gewusst. Soll ich Ihnen was sagen? Das stört den Psychopathen und den Betrüger nicht. Denn wichtig ist doch nur der Entscheider da ganz oben. Und wenn Sie jetzt sagen, ich würde mich schämen, überhaupt noch dem entgegenzutreten, dann haben Sie die falsche Einstellung, wenn Sie Betrug machen wollen. Betrug kann man nur wirklich machen, wenn man hergeht und sagt, ich betrüge dich. Jetzt langsam weißt du, dass ich dich betrüge. Ich weiß, dass du weißt, dass ich dich betrüge. Und du weißt irgendwann auch, dass ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass ich dich betrüge. Und weißt du, was mir Freude macht? Du kannst nichts dagegen tun.
Das ist dieser sadistische Lustgewinn, den wir uns als Normalo, als handelsüblicher Mensch nicht vorstellen können. Dieser Trojaner in ihrem Gehirn bewirkt, dass sie, wie bei einem Computervirus, Prozesse machen, Entscheidungen machen, die aber leicht aufs Nebengleis führen. Darf ich Ihnen eine Variante vorstellen, wie man das macht? Vielleicht erkennen Sie was. Und zwar komme ich neu bei Ihnen ins Haus. Ich habe gleich eine Führungsposition. Ja. Und Sie sind mein Boss. Und oh, er ist ein wacher Charakter. Oh, das merke ich gleich. Bin ja selber Profi. Dem werde ich nicht lange was vormachen können. Der sieht das recht schnell. Der Anfänger würde jetzt von dieser Gefahrenquelle weggehen. Der Profi geht ran und sagt, wollen wir nicht dieses Projekt machen? Ich glaube, Sie können mir ganz viel helfen. Wenn Sie jetzt denken, dass ich möchte, dass er ruhig geschmust wird, haben Sie sich getäuscht. Ich habe einen viel perfideren Plan. Ich lasse Sie alle sehen, dass wir miteinander arbeiten. Und er hat die ganze Zeit ein blödes Gefühl und denkt sich, da ist doch was faul an der Tante, da ist doch wirklich was faul. Aber er hat noch nicht genug, was er greifen kann. Es ist noch nicht so schlimm, dass er zum Chef gehen könnte. Und ich lasse das ein ganzes Weilchen so und denke mir so, jetzt ist der Zeitpunkt, bevor er geht, gehe ich. Und jetzt mache ich Infozieren beim Boss. Ich lasse mir einen Termin gehen, komme relativ aufgewühlt und sage, Boss, ich hoffe, ich verliere jetzt nicht meine Stelle. Ich habe Unsägliches getan. Ich habe diesem lieben Kollegen, der mich sogar noch hier überhaupt eingeführt hat, der mich hier überhaupt unterstützt, den habe ich so auf die Zehen getreten. Ich kann das auch gar nicht entschuldigen. Ich meine, ich hatte meine Tage und dann ist mir noch einer ins Auto gerungst und geschlafen hatte ich auch 3 Tage nicht, aber das ist trotzdem keine Entschuldigung. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das wieder gut machen will. Ich hoffe einfach, dass Sie mir diese Chance noch geben, dass ich bleiben kann. Ich tue alles, aber ich weiß nicht, ob ich das kitten kann. Es war wirklich unsäglich, ich kann da gar nicht drüber sprechen. Und er hat viel zu tun und denkt sich, oh, dieser Weiberkram. Und dann denkt er sich aber parallel auch, aber eigentlich ist doch gut, wenn sie es selber merkt und von sich aus kommt. Vielleicht ist er argwöhnisch und guckt mal zu ihm rüber, ob es wirklich so schlimm ist, aber er weiß davon nichts. Und er ist normal und denkt er sich, Weiber. Ja? Ich habe jetzt einen Boden bereitet, einen Gedanken gesät. Und dieser Gedanke ist der widerstandsfähigste Parasit. Weil irgendwann wird der Kollege, der einen klaren Geist hat, zum Chef sagen und sagen, schauen Sie mal, wir müssen mal über Gregor Langer sprechen. Der winkt jetzt ab, komm, lassen Sie mich damit in Ruhe. Und er weiß gar nicht, was ist passiert, dass ich keinen Zugriff mehr habe. Und der Boss sagt, ich will mich mit so einem Scheiß nicht beschäftigen, hört auf. Und selbst wenn er das anhören würde, würde er vermuten, das ist diese alte Geschichte, vielleicht ist es eine Retourkutsche. Das ist Infozieren. Was so wichtig ist, ist, dass Sie bitte mit jedem aus Ihrem Unternehmen Kontakt haben. Dass Sie gerade unten hören. Ich empfehle dringend, bei wichtigen Einstellungsprozessen, lassen Sie doch einfach mal einen trampeligen Prackeldikanten mit im Board sitzen. Dann sehen Sie mal, mit welch Geisteskind Sie es wirklich zu tun haben. Ein Pförtner hat einen guten Blick für Menschen. Und das sind wichtige Informationen, die für den Psychopathen und den Betrüger nicht wert wären, auch zu betrügen. Die gehören in die Niederrelevanzkategorie von Menschen. Das ist ein Unterschied. Es gibt Hochrelevanzkategorie, die werden alle manipuliert, und Niederrelevanzkategorie, die sind es nicht wert, aber die haben die richtigen Informationen und den richtigen Blick. So, wenn das alles passiert ist, das kann ganz schnell gehen, für den Unbedarften, ein Flug, eine Stunde, habe ich sie im Sack. Das kann über 1,5 Jahre passieren. Dann kommen hier 3 A's, jetzt kommt endlich, worum es geht. Es geht um das Abschöpfen. Jetzt denken einige, ach, ich bin ja nicht unbedingt vermögend, ich bin nicht interessant. Vorsicht, das Abschöpfen eines Betrügers rangiert von einem kostenlosen Mittagessen bis zur Weltherrschaft. Irgendwo dazwischen werden sie was zu bieten haben. Dann hoffen typischerweise alle Opfer, gerade wenn sie es mit wirklich heftigen Betrügern, also aufs Zerstörungsniveau zu tun haben, hoffen die darauf, dass der Betrüger irgendwann abspringt, dass diese Tante endlich geht. Ganz ehrlich, das Prinzip kommt von allein, geht von allein, funktioniert nicht mit Betrügern. Die bleiben so lange, bis sie sich, entschuldigen Sie den martialischen Ausdruck, die Zecke aus dem Pelz schneiden.
Und viele sagen sich, wenn wir betrogen worden sind, das ist so peinlich, viele Opfer schämen sich, dass ihnen das passiert ist, dass sie sagen, okay, ich zahle was drauf, jetzt kommt die Alimentierung. Kennen Sie den Fall Vattenfall? Der ist so durch die Presse gegangen, den darf ich offen beschreiben. Topmanager, Energiebereich, nur Unfug gemacht, wurde herausgelobt, hat einen Lehrstuhl bekommen. Da wird seit 10 Jahren nur heiße Luft produziert, wenn überhaupt. Wissen Sie, dass der Mann bis an sein Lebensende sein Geschäftsführergehalt noch bekommt? Wissen Sie auch, dass er dazu das Gehalt für den Lehrstuhl bekommt? Und wissen Sie auch, dass er mittlerweile die amerikanische und englische Atomindustrie berät? Ich möchte, dass Sie Silhouette von Substanz trennen. Dafür brauchen Sie Zeit, dafür brauchen Sie Achtsamkeit und es sind die Brüche im Verhalten, die den echten Kern zeigen. Ich sagte schon, ich glaube an das Gute im Menschen. Ich sehe es wenig entwickelt. Eine Kleinigkeit schenken Sie mir noch. Ich bin 3 Minuten über die Zeit. Ich klaue Ihnen noch 2. Ist das in Ordnung? Was Sie brauchen, sind die 7 Säulen der Macht. Ich gebe Ihnen nur eine. Die erste, die Standfestigkeit. Die Frage ist, ist jemand standfest, ja oder nein? Wir glauben oft an die Silhouette. Diese Silhouette ist aber nicht die Substanz. Kommen Sie mit mir auf eine kleine Reise. Ich entführe Sie auf einen Hundeplatz. Wer von Ihnen hat einen Hund? Ich muss es erklären. Also auf einem Hundeplatz kommt Herrchen und Frauchen, um, offizielle Version, Hundchen Folgen zu machen. Echte Version, also undercover, worum es wirklich geht, Herrchen halbwegs in den Griff zu kriegen, dass das arme Tier nicht so leidet und eine Chance hat, gut zu folgen. So, erste Stunde, wir stehen da verdreckt, es regnet so wie heute hier in Baden, mitten im Schlamm, in Gummistiefeln und Gutwetterkleidung, die Haare hängen, die Stimmung auch, alles kläfft, alles rennt wild durch die Gegend, niemand hat niemanden im Griff. Sie suchen Ihren eigenen Fifi-Knock. Jetzt haben Sie den Dackel vom Kollegen totgetreten. Blöd. Nur ist er kaputt. Genau damit das nicht passiert, kläffen Dackel so. Weil die nicht auf Augenhöhe sind. Im Vergleich dazu, eine Dogge mit Stockmaß wie ein Kalb, tendenziell vom Wesen eher ein Schisser, würde aber nicht so einen Lärm machen, weil wenn Sie über die Dogge fallen, tun Sie sich was, nicht die Dogge. Und genauso verhält es sich mit den Menschen. Es sind die Kleinen im Wesen und im Geiste, die laut sind, die die ganzen Statussymbole brauchen. Und ich muss immer wieder grinsen über diese Siegelringfreude bei Leuten, die kein Siegel drin haben, gell? Und diese Geschichten. Also, je lauter jemand kläfft, siehst du, wie toll ich bin, siehst du, wie toll ich bin, desto mehr muss sich derjenige über sich selbst versichern. Die Therapeutin in mir sagt, die brauchen unsere Liebe. Die Profilerin in mir sagt, meine Fresse, haben die einen an der Waffel. Die Unternehmerin in mir sagt, den kann ich alles teuer verkaufen, wenn ich sage, sie sind geiler damit. Und der Mensch in mir sagt, sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. Die nerven so. Jemand, der standfest ist und damit auch mächtig ist, also reif ist als Persönlichkeit, ist souverän, ist ruhig, muss nicht auf alles anspringen. Nochmal zurück zum Hundeplatz. Wie reagiert die Dogge auf das Gekläff des Dackels? Boah. Wann passiert hier was? Erstmal hinsetzen. Wenn die mal aufhören würden zu kläffen. Aber ganz ehrlich, warum soll die Dogge sich aufregen? Ein Haps, der Dackel ist weg. Ja? Also wahre Macht, Standfestigkeit hat eine Menge noch an Möglichkeiten. Es geht nicht darum, schnell Zugriff zu nehmen. Es geht darum, das Richtige zu tun. Und das ist nicht das Viele, das ist nicht das Große.
Sie wissen, es sind die kleinen Interventionen, die den großen Effekt bringen. Aber hier auch in der Führung bitte genauso wie in der Medizin. Die Diagnostik kommt bitte vor der Intervention. Oder kennen Sie einen Arzt, der erstmal aufschaut und sagt, ach, war doch was anderes. Also, Sie führen auch nicht mit dem Löffel, sondern mit dem Skalpell. Führung ist Präzisionsarbeit. Das ist auch, was ich an meinem Job so liebe. Ich finde Menschen unglaublich faszinierend. Es gibt so viele Facetten und jeder lebt es nochmal wieder anders. Enorm. Für Sie, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Erfolg. Dass Sie Erfolg haben, das sehe ich ja schon an Ihren Gesichtern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Lassen Sie sich nicht vom Gekläffe beeindrucken. Lassen Sie sich nicht von unangemessenem Geschmuse beeindrucken. Umgeben Sie sich mit echten Menschen. Die haben auch schon mal Ecken und Kanten. Die auch echt was in diesem Leben wollen, nämlich das Leben leben. Und ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen verdorben für fiese Menschen. Dankeschön.